Willkommen zu diesem neuen Video bei Meat & Great. Wir machen heute aus einem Rinderzungenstück. Das ist ein Stück aus dem Rindernacken, was eigentlich zum Grillen gar nicht mal so gut zum Direktgrillen geeignet ist. Daraus machen wir heute ein richtig saftig, butterig, zartes Stück mit einer ganz bestimmten Zubereitungsmethode, die ich euch in diesem Video zeige. Viel Spaß dabei, los geht's! Wichtige Ankündigung zur Europameisterschaft 2024. Wir haben uns dazu entschieden, jedes Deutschlandspiel live auf der großen Leinwand bei uns im Eventbereich zu übertragen für euch. Im Innen- und Außenbereich, egal wie das Wetter wird, es gibt sowohl frisch gezapftes Bier als auch kalte Getränke, als auch Kaffee etc. und natürlich auch frisch gegrilltes. Gemeinsam werden wir tolle Spiele erleben. 60 Minuten vor Spielbeginn ist Einlass und wie lange wir nachher feiern können, hängt ein bisschen von der Leistung der deutschen Nationalmannschaft ab. Ich freue mich auf euch. Jetzt geht's weiter mit dem Video. Das Schöne an diesem Rezept ist, dass das Rinderzungenstück ein ziemlich günstiges Stück vom Rind ist und wir richtig viel Geschmack da drin haben, aber leider zum Direktgrillen ja ziemlich viel Texturen auch, die nicht so besonders zart sind. Und wir werden heute dieses Rinderzungenstück bei der Größe, wir haben hier so 800 Gramm, ungefähr in 10 kleine Würfel schneiden und werden das Ganze heute mit einem Pelletsmoker machen. Aber keine Sorge, ihr könnt es genauso auch mit einem Gasgrill machen. Ihr verzichtet natürlich dann so ein bisschen auf dieses Raucharoma, was auch wie eine Art Gewürz gilt, könnt das ersetzen, zum Beispiel durch Liquid Smoke oder mit einer Räucherbox das Ganze auch im Gasgrill versuchen zu adaptieren. Perfekt wird es aber wirklich auf dem Pellet Smoker. Auf dem Gasgrill wird es genauso zart, genauso buttrig und genauso saftig, nur eben mit weniger Rauch. Im ersten Step werden wir jetzt also dieses Stück in möglichst viele gleichmäßig große Würfel unterteilen. Die sollten alle so 4 bis 5 cm groß sein. Die ziehen sich nachher auf dem Grill nochmal zusammen bzw. auf dem Smoker. Und damit wir nachher auch noch richtig schön saftige Würfel haben, sollten die nicht zu klein sein, ungefähr die Größe, die wir jetzt auch heute in dem Video hier benutzen. Jetzt sehen wir auch, wie schön dieses Stück hier marmoriert ist, also wirklich ein tolles Stück Rindfleisch. Schade, dass es zum Direktgrillen nicht so perfekt geeignet ist, aber das ist nachher die Würfelgröße, die wir hier haben wollen. Und jetzt machen wir weiter mit der Würze. Für ordentlich Geschmack und damit der Rub auch besser hält, nehmen wir hier einen Binder, und zwar in meinem Fall Wagyu-Fett. Ihr könnt aber zum Beispiel auch gut Butter benutzen. Auch nachher für einen späteren Schritt ist Butter gut geeignet oder eben Wagyu-Fett. In meinem Fall nutze ich das. Damit reiben wir jetzt hier die Stücke ordentlich ein, dass überall was dran ist. Und jetzt nehmen wir uns eine Würzmischung unserer Wahl, hier eine hausgemachte. Ich verlinke euch aber was unten in der Videobeschreibung. Könnt ihr aber auch selber machen. Magic Dust oder jegliche andere Gewürzmischung geht natürlich. Ganz klassisch wäre auch ein SPG-Rub, also Salt, Pepper, Garlic. Auch das könnt ihr ganz simpel halten, wenn ihr wollt. Jetzt haben wir die Stücke schön gewürzt, fertig vorbereitet und jetzt dürfen die direkt schon mal für 3 Stunden ab auf den Grill. Beim Gasgrill so bei 140 Grad Deckeltemperatur. Das bedeutet 1 bis maximal 2 Brenner auf niedrigster Stufe. Eine Räucherbox gerne mit rein oder eben beim Pelletsmoker oder generell Smoker eingeregelt so auf 120 bis 140 Grad für circa 3 Stunden. Wenn ihr wollt, könnt ihr die zwischendurch immer mal wieder mit ein bisschen Flüssigkeit benetzen. Das bedeutet mit ein bisschen Apfelsaft. Müsst ihr aber nicht unbedingt machen, funktioniert auch so. Drei Stunden sind um. Unser Rindernacken bzw. die Würfel durften jetzt hier bis 75 Grad Kerntemperatur durchziehen. Habe ich zwischendrin jetzt hier auch einfach mal gemessen und das ist perfekt. 76 haben sie, glaube ich, jetzt gerade so erreicht. Der eine oder andere wird bei 74 sein, der andere bei 76 und die sind noch richtig schön saftig, wenn man jetzt hier das Kernthermometer rausholt. Wie gesagt, zwischendurch könntet ihr die mal benetzen mit ein bisschen Flüssigkeit, muss man aber nicht. Haben wir in unserem Fall jetzt hier nicht getan und trotzdem seht ihr dann nachher das Ergebnis. Wir holen die jetzt raus und packen die in so eine kleine IKEA-Konzischale. Entweder die von IKEA, falls ihr die nicht habt, ich verlinke euch mal unten eine gute. Und dann legen wir die da rein. Die großen Schalen, dafür ist jetzt einfach hier nicht genug Fleisch da. Und das Ganze darf jetzt nicht zu sehr verlaufen. Deswegen brauchen wir wirklich so eine kleinere Schale. So eine große IKEA-Konzischale kommt jetzt hierfür nicht in Frage. Darüber jetzt eine Barbecue-Soße eurer Wahl. In unserem Fall jetzt hier unsere hausgemachte, immer von unseren Restaurants und Grillseminaren. Und da könnt ihr nehmen, was ihr wollt. Darf ein bisschen rauchig sein, darf süß sein, darf fruchtig sein. Eine leichte Säurenote sollte sie auf jeden Fall haben. Das ist wichtig. Ansonsten hier vielleicht auch noch ein bisschen Essig mit bei so einer Soße beimischen. Eine leichte Säurenote muss auf jeden Fall da sein und auch nicht zu geizig. Ich mache noch mal 2, 3 Esslöffel dazu. Dann packe ich in meinem Fall Ahornsirup dabei, finde ich, ist einfach das Beste. Noch besser als Honig. Wenn ihr sagt, Ahornsirup mögt ihr nicht, dann nehmt lieber Honig. Davon auch ordentlich einen Schuss dazu.
Und jetzt bestücken wir das noch mit ein paar Stücken Butter. Insgesamt sind das jetzt hier für die Menge Fleisch so 100 Gramm Butter ungefähr, die wir hier nochmal oben drauf packen. Und die zergeht gleich richtig schön übers Fleisch. Jetzt wieder mit Alufolie oder einer zweiten Schale oben luftdicht abdichten. Und dann darf das Ganze jetzt nochmal für eine knappe Stunde ab auf den Grill. Nach einer weiteren Stunde ist es jetzt endlich soweit. Wir dürfen lüften. Unser Gericht ist fertig. Und wenn wir alles richtig gemacht haben, kommen hier jetzt wahre Goldstücke zum Vorschein. Sieht genau richtig aus. Ich schaue mal, ob ich hier was rauskriege. Aber es ist noch sehr heiß. Aber es geht schon gut voneinander ab. Genau so muss sich das anfühlen. Aber es ist noch zu heiß. Lass uns ein bisschen abkühlen, packen das hier raus und dann wird gekostet. Immer noch verdammt heiß, aber ich kann mich nicht mehr zurückhalten. Ich muss einfach kosten. Und es ist wirklich super butterig, zart. Manche Stücke haben noch ein bisschen mehr Spannung drin als dieses jetzt hier. Aber das ist wirklich sehr, sehr weich. Perfekt. Aber das ist auch ein Essen wirklich für einen Kardiologen. Das ist so mächtig. Lecker, aber extrem mächtig. Buttrig, saftig, würzig, süß. Also ihr seht, geht gut auseinander. Ein bisschen Spannung ist hier vereinzelt noch drin. Die könnten jetzt noch mal eine halbe Stunde länger gebraucht haben. Aber falls ihr es jetzt nicht ganz zerfallig haben wollt, wobei zerfallen tut es eigentlich schon. Es ist ähnlich wie ein Pulled Beef. Burnt Ends vom Rindernacken. Sehr, sehr klebrig, süße, buttrige, leckere Angelegenheit. So macht man aus einem Rinderzungenstück, also einem sehr günstigen Stück Fleisch, etwas total aromatisch Saftiges vom Grill, mit dem keiner eurer Gäste sonst rechnen würde. Falls euch das gefallen hat, checkt das Rezept auf unserer App aus, lasst dem Video einen Daumen nach oben da und ein Abo für den Kanal. Dann sehen wir uns auch beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao.